Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, genau, was machen wir jetzt als nächstes? Das ist die Frage. Gut, gucken wir mal. Könnte das jetzt wirklich schon die letzte Folge werden? Oder die letzten zwei, drei Folgen? Wer weiß, wie lange die Schlacht geht. Es sieht stark danach aus, Leute. Ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Oh, dann sei aber vorsichtig. Du weißt nicht, ob dich der Hybrid überhaupt empfangen wird. Ja, aber ich muss es darauf ankommen lassen. Der Hybrid hat mir einen Kontrollchip in meinen Kopf pflanzen lassen. Möglicherweise hätte der Hybrid mich schon lange in den Tod geschickt, wenn er noch richtig funktionieren würde. Möglicherweise aber auch nicht. Ich kenne die genauen Pläne des Hybriden nicht. Okay, wenn du es so sagst, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, das Ganze aufzuklären. Vielleicht aber auch nicht. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Ich denke, wir haben alles. Wir sind bereit für den Eispalast. Sehr gut. Dann sag mir einfach Bescheid, wann es losgehen soll. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ja. Wir müssen uns die jetzt auch erstmal nehmen. Und zwar. Hier gibt es bestimmt auch einen, der mir die Pfeile und so verkauft, aber ich kenne da ja einen und warum jetzt wechseln? Kurz vor Ende. Mann, so kurz vor Ende geht einem dann doch die Düse. Es gibt immer noch ein paar Quests, dass wir nicht alle machen werden oder so. Das war von vornherein klar. Eine geht auch gar nicht irgendwie, weil ich habe irgendwo Mist gebaut. Ich. Nur eine Bazooka, wenn überhaupt. Komm, wir müssen das loswerden. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Nein. Was ist mit einem Bogen?
Der hätte mehr. Den darf ich aber nicht benutzen. Andererseits sind wir gut mit unserem jetzigen eigentlich vertraut. Warum wechseln? Was haben wir noch? Ring der Outlaws, Widerstand, Stärke. Gut, dann brauchen wir nur noch den Helm. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Und das interessiert mich ein Scheiß. Oh Gott, das ist hässlich. Nur so nebenbei, ich mochte die Kapuze lieber. Bonus Resistenz, Bonus Erfahrung, Quests, Gefährtengesundheit. Ich hasse Vorbereitungen auf große Schlachten. Nehme ich mich immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Natürlich schlafen, damit wir volle Power haben. Ah, ja. Es ist so ein hässlicher Helm. Ja. Das lasse ich dir nicht durchgehen. Natürlich. Ich habe nicht geschafft. Ihr braucht Jahre, bis ihr mich tötet. Ernsthaft? Oh, scheiße, Mann. Wer weiß, wo ich das letzte Mal jetzt da war. Bestimmt noch vor dem Helm. Nee, oh, schlafen, super. Gut, dass ich geschlafen habe. Zeig mir deine Waffe. Verstanden. Verstanden. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Zeig mir deine. So, mehr geht nicht.
Das muss reichen. Verdammte Technik. So, wir machen dann schnell einen Speicherstand, einen neuen. Das ist dann der 40 Stunden 44 Minuten. Dann merke ich mir sowieso nicht. Das Rennen und Schleichen immer noch auf einer Taste, es ist immer noch scheiße. Ausrüstungsstatus. Warst du wieder fleißig? Mist. Mach die Kiste startklar. Ich werde jetzt nach Xarkor fliegen. Ich muss den Generator, der die Barriere um den Eispalast speist, außer Kraft setzen. Barriere? Generator? Ein gezielter Schuss in die Lüftungslamellen sollte reichen. Hör mal, ich will ja nicht nerven, aber... Was ist los? Von Waffensystem hast du nie etwas gesagt. Ich hatte auch so schon genug zu tun. Heißt das etwa... Ja, genau. Du kannst mit dem Ding da fliegen. Das war's dann auch schon. Wenn du damit den Hauptgenerator der Eispalastbarriere zerstören willst... Tja. Wir haben nicht mehr genug Zeit. Wir brauchen den Gleiter voll einsatzbereit. Ach, verdammt nochmal. Hätte ich gewusst, was du vorhast, hätte ich dir per se davon abgeraten. Die Kiste taugt nur noch als Fluggerät. Und das auch nur bedingt. Dann werde ich den Gleiter in den Generator steuern. Das ist Selbstmord. Wie willst du denn rechtzeitig wieder rauskommen? Das überlege ich mir unterwegs. Ah, du bist doch wahnsinnig. Ja, bin ich. Und leider nicht nur im Spiel. Es darf nicht das geringste schieflaufen, sonst bist du erledigt. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Klaut sie nicht. Viel Glück, Ray. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hä? Ich dachte, er glaubt jetzt, dass er das klaut, aber Ray... Alter, Ray, du Sau. Du bist der Beste. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe, der Mistkerl hat es noch geschafft. Die Sau, der ist echt cool drauf, der Junge. Er hat seine Schuld zurückgezahlt. Aber raffinierter Schachzug von den Entwicklern. Ich habe mich schon gefragt, wie das jetzt abläuft. Wie machen wir das jetzt? So, schießen wir dann und dann... Tja, sieht wohl so aus, als hätte dir jemand deinen Stunt abgenommen. Ja, der Weg zum Eispalast ist jetzt frei. Ich muss nach Xarkor. Ich schätze, die anderen werden dort schon auf dich warten. Hey, hör mal. Ich weiß ja nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber... Naja, viel Glück auf jeden Fall. So oder so hoffe ich, dass wir hier draußen den ganzen Mist überleben werden. Geh nun und hol dir, wonach du jetzt schon so lange gesucht hast.
Tja. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Boah, ich bin aufgeregt. Und ich sehe gerade wahrscheinlich, dass Kaya wieder, also unsere Frau wieder nicht da ist. Was jetzt, glaube ich, sowieso egal ist, weil... Sie ist wieder nicht da, was soll denn das? Die Frage ist jetzt auch nicht im Lager der Mitte. Gut, ja, dann sind die alle stationiert. Zu einfach. Warum sagt er das? Das war nicht einfach. Warum die Kuppel nehmen? Ich sehe mich hier aber gerade recht alleine. Ah, meine Männer und Frauen. Obwohl, meine Frauen klingt komisch. Meine Krieger. Das sind ganz schön wenig, ehrlich gesagt. Berserker, Kleriker, glaube ich. Jetzt nicht. Okay. Jetzt nicht. Dabei, wir sind zusammen, irgendwie ein paar letzte Worte werden. So, legen wir los, oder? Da bist du ja endlich. Wir sind bereit. Wir können sofort losschlagen, wenn du es auch bist. Du konntest tatsächlich die anderen davon überzeugen, gemeinsam anzugreifen. Nur so haben wir eine Chance gegen die Verteidigungslinie der Alps. Das haben sie mittlerweile begriffen. Es hängt jetzt nur noch von dir ab. Wenn du also noch etwas zu erledigen hast, dann tu es jetzt. Ja, ich gehe nochmal zu dir. Alle, die hier sind, warten auf meinen Angriffsbefehl. Ich bin Kallax begegnet. Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.
Elexito Tarek hat mehr Truppen in die Schlacht geschickt, als der Eispalast entbehren kann. Die Verteidigung der Festung selbst ist nun nicht mehr haltbar. Ziel dieser Entscheidung war es wohl, uns mit einem Schlag zu vernichten. Noch sind wir es nicht. Wenn Thorald den Befehl zum Angriff gibt, werden wir sehen, wer am Ende noch steht. Die haben sehr viel da stehen. Verdammt nochmal, was ist denn mit dir los? Beinahe hättest du den großen Spaß hier verpasst. Geh zu Thorald, damit es hier endlich losgeht. Okay, wollen wir nochmal speichern? Ich weiß nicht. Nee, wisst ihr was? Das ist jetzt richtig fies. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Es wirklich, guckt auf die Uhr. Es wäre blöd, dann müssten wir mitten in der Schlacht aufhören. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Es ist hart, aber bitte verzeiht mir. Bis zur nächsten Folge. Ciao.